Und damit herzlich willkommen zu Roblox. Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sage, dass ich mal wirklich Roblox spiele, aber jetzt ist es soweit. Schuld dafür ist übrigens der Pufferknutscher, denn ich habe mal von ihm einen Livestream angeguckt, wo er dort in Roblox, in der britischen Signalbox, Fallensider gespielt hat. Und das ist relativ realitätsnah und das war so der Anreiz für mich. Ja, jetzt schaue ich doch mal selber rein, was in Roblox eisenbahntechnisch so geht. Ich bin kein großer Fan von Roblox und ihr dürft es auch nicht vergleichen mit ja, TS Classic, Train Sim World, Simmer etc. Weil Roblox ist mehr so eine Spieleplattform für 14-Jährige und Jünger, würde ich jetzt mal sagen. Und das ist so aufgebaut wie Minikip oder Mewgrounds. Das ist quasi eine Plattform mit zigtausend Spielen, was du natürlich spielen kannst. Und das andere, das Ganze ist dann monetarisiert. Sprich, da kann natürlich auch jeder Geld ausgeben für den extra Spaß. Aber in meiner Recherche habe ich ein paar Spiele gefunden, die fand ich noch ganz interessant. Und eins davon ist British Railway. Link dazu werde ich in der Videobeschreibung verlinken. Wo ich dachte, das zeige ich euch mal. Und zwar wegen einem ganz speziellen Feature. Und zwar ist es dieser Guard Mode, das heißt Schaffner-Modus. Das Ganze ist quasi ja, eine Nachstellung von den British Railways. Du hast eine mittelgroße Karte, da kannst du mit diversen Zügen rumfahren. Geilen kann man natürlich freischalten mit entweder viel Arbeit oder Geld. Und da kann man auch Schaffner spielen. Sprich, du gehst in den Multiplayer-Zug rein und tust dann die Fahrkarten kontrollieren, du musst die Tür kontrollieren, dass die auf und zu gehen etc. Und genau das machen wir heute erstmal. Also, wir gehen mal rein. Aber bevor wir das machen, die Musik, was ihr im Hintergrund hört, also ihr hört sie eventuell im Hintergrund, wenn es einen Content-Strike gibt und halt so was anderes, da gibt es noch einen kleinen Easter Egg. Das ist jetzt der Intercity Soundtrack und da gibt es auch noch den Intersteffi. Ja, nur so als kleiner Fun Fact. Okay, Guard Mode. Auf dem Server, wo wir gerade sind, sehen wir jetzt hier die ganzen Züge, die unterwegs sind. Und ich würde mal sagen, wir gehen mal in den Just mit Frust rein. Klar, es ist 9012K. Und sobald ich da draufklicke, dann kriegt er eine Anfrage und die muss er annehmen. Und wenn er die nicht annimmt, dann komme ich da nicht rein. Okay, er hat es nicht angenommen. Mal schauen. Gehen wir doch mal bei ihm rein. Yes, das hat funktioniert. Oh, Multiple Unit. Wir fahren gerade in den Bahnhof rein. Es müsste dann Abbey Road hier sein. So, wir müssen erstmal zu einer Tür gehen. Und warten, bis er anhält. Ja, Abbey Road. So, Open Panel, U, R für die lokale Tür, T für alle. Und dann können wir auch hier rausgehen. Und das sind die ganzen Roblox-Avatare hier. Beziehungsweise das sind Kopien von Spielen, die, glaube ich, immer gewesen sind. So, das sieht gut aus. Machen wir die Türen wieder zu. Wir gehen wieder rein. Machen unsere Tür zu. Und den Buzzer. Und er hat bestätigt. Los geht's. Und Liebe zum Detail. Ich meine, die Ansagen sind soweit passend zu dem Zug, der hier kommt. Die Zugzielanzeigen passen auch. Es ist schon nett. Das ist eine kleine Spielerei hier. Gehen wir kurz in den nächsten Wagen hier. Und dann haben wir schon den ersten zum Kontrollieren von den Fahrkarten. 26. nach Victoria Docks. Das passt. Und so verdient man sich beispielsweise hier die Coins.
um weitere Sachen freizuschalten. So, der 26. Das passt auch. Viel Spaß noch. Ja, da haben wir ein paar. Das passt auch. Wunderbar. Fahrrad bitte. Ticket ist abgelaufen. 26. ist heute. Ist nicht. Das ist auch nicht gültig. 28. Das passt wiederum. Das auch. Ah, wir halten an, weil... Oh, shit. Du hast falsch angehalten. Kollege! Ja, das fängt ja schon mal gut an. So, URT. Holy shit! Du hast ja mal grandios falsch angehalten. Aber cooles Detail, dass ich da bis zum Bahnsteig gehen muss. Kann man Deutsch hier? Ja, ich. So, schauen wir rein. Okay, gehen wir nochmal noch kurz nach hinten. Zwei Stationen haben wir noch. Was natürlich auch sein kann, ist, dass er den Zug einfach viel zu groß gestaltet hat. Weil man kann sich den Konsist selber gestalten. Okay, das ist das Ende hier. Jo. Wir gehen mal wieder ganz nach vorne. Naja, wir bremsen schon wieder. Gut. Da gibt es ein paar Fahrkarten. Ich bin auch auf der Suche nach einer Tür. Aussteig links. Okay. Oh, schaut mal, was da hinten steht. Wie geil. So, U, R und T. Oh, wie geil! Von der Island Line. Ja, da wäre ich auch gern Schaffner. So, Tür zu. Ein Lokführer. Also man könnte natürlich auch das Panel hier direkt anklicken. Muss man mit dem Kürzel hier. So, 23. abgelaufen. Ist nicht. Ja, ist klar. Die sind natürlich ausgestiegen. Jo, das passt. Weiter nach hinten. Leider auch falsches Datum. Ich meine, klar, ich würde das jetzt hier nicht die ganze Zeit machen, aber
Ich fand schon geil, dass Roblox es besser hinkriegt als wie Transient World mit diesen ein, zwei Szenarien, wo man hier den Guard spielen kann, bis den Zugbegleiter. Moment, bist du bei mir im Zug? Was, oder? Ich ja. Ah, shit, ich hab mich mal hingesetzt. Ja, also großer Bruder, das ist die Spalte auf YouTube. Okay, das war ganz hinten. Nee, also es hat schon einen Flair, dass man weiß, dass der Zug von einem Spieler gesteuert wird und man kann hier ein bisschen rumspielen hier mit den Türen. Fahrkarten kontrollieren. Ich meine, klar, das ist alles ziemlich basic. Auch hier die Strecke ist basic. Aber besser als gar nichts. Also, ja, wenn man gerade mal nichts zu tun hat oder auf irgendwas zu warten hat, dann spielt man hier einfach mal mit dem Schaffner. Oder Zugbegleiter. So. Wenn wir hier stehen. Auch das Fahren ist einigermaßen spannend. Man hat natürlich nicht immer freie Fahrt, aber es kommt davon, was die Leute hier alles im Multiplayer machen. Was lasse dann auf, wenn ich stehe? Okay. Das ist übrigens so die Karte. Ist ein bisschen doof zum Navigieren. Aber ein bisschen was hat man zu fahren. Also ich würde mal schätzen, das sind so 30, 40 Kilometer allerhöchstens. Hast du da Platz? Und da war es ziemlich großzügig da mit den Einheiten hier. Kopfbahnhof. So. Einmal aufmachen. Und wenn wir jetzt Glück haben, dann entscheidet es sich, dass wir in die andere Richtung zurückfahren. Oh, das sieht gut aus. Ich muss den Intervall, glaube ich, einmal machen. Fahren näher runter bis Legion. Okay. Ja, sehr cool. Wird ein bisschen schlecht für mich, weil jetzt habe ich weniger Arbeit. Aber das Ding ist so, wenn du jetzt hier auf einer Endstation ankommst, dann fragt dich das Spiel, okay, willst du irgendwie einen neuen Service machen, willst du eine Leerfahrt machen, Regio-Service oder Intercity. Das ist abhängig davon, von dem, was du gerade fährst und wo du bist. Man kann sich das so auswählen. Und er hat gesagt, ja, jetzt machen wir halt eine Leerfahrt. Aber trotzdem mit dabei sein und die halt weiter begleiten. Das könnte man vielleicht nutzen, und so ein bisschen die Strecke zu beobachten. Soll ich ganz nach vorne oder ganz nach hinten? Ah, ich würde sagen nach vorne. Wo sind wir jetzt hier? Ja, ich glaube, so ist ganz okay. Ja, und der Pacer, der da entgegenkommt, das ist quasi das Startvehikel. Mit dem darf man erstmal ein bisschen Regio-Service fahren, bevor man sich dann zum Beispiel hier die 156 oder 158 holen darf. 220 Voyager gibt's, Class 90 gibt's, was gibt's denn noch? 140. Also es ist querbeet durchgemischt. Es ist halt auf Roblox-Verhältnisse realistisch, muss man sozusagen. Aber Netzgimmick.
Gerade als Lokführer macht es dann auch irgendwie Spaß, wenn du da mit so einem Regelservice unterwegs bist und dann weißt du, okay, da ist ein Zugchef dabei. Der kümmert sich dann um die Türen und kontrolliert quasi die Fahrkarten, während du fährst. Es hat schon was. Jetzt möchte man das halt nur noch in SimRail, ne? Oder Trainsim World oder TS Classic, aber halt ihn anständig. Das beispielsweise hier ist so ein Spawnpoint. Du pfeifst aber ganz schön oft. Und wir haben Doppelgel. Ich hoffe mal, das ist jetzt kein Bug. Alles super, mein Kollege. Aber ich war doppelgelb hier. Ich weiß gar nicht, wo es dahin geht. Ach, Longbow. Wenn ich das richtig sehe. Oh, es ist nicht so gut. Ja. Das passiert, wenn man über Rot fährt. Kriegt man erstmal einen Instant-Stop und zwar so lange, bis der nächste Block dann wieder frei ist. Und auch sowas sieht man dann halt im Multiplayer. Ah, ist jetzt so doof, dass ich das alles aufnehme, ne? Ich schreibe es mal hier in den Chat rein. Das ist auch eventuell. Junge, da bist du immer noch zu schnell. Ah, ist relativ sportlich. Wieso willst du das wissen? Na? Wollen wir noch mehr auf Rot? Die Dinger bremsen echt schlecht in Roblox. Ja, knallt gleich nochmal. Anfrage geschickt. Ich kenne dich nicht. Eher nicht. Roblox ist nur ein Experiment. Ich mache das nicht regelmäßig. Ah, das soll so quasi eine Extension hier irgendwie andeuten. I guess. Ja, okay. Ich glaube, wir machen mal kurz einen Wechsel und gehen mal einen anderen Zug reiten. Also, wir sehen uns gleich wieder. So, liebe Leute, da sind wir wieder. Sind jetzt im Intercity unterwegs mit im Victory PL. Schöne Wagen. Hinten und vorne haben wir den Lok drin. Also für Roblox? Gut gestaltet und sogar das da oben funktioniert. Welcome aboard this intercity service to Belmont Green, calling it Preston Junction, Leeton, and Belmont Green. The next station is Preston Junction. Okay. Nach wie vor zweite Klasse hier. Ohne irgendjemanden
Drin? Oh, da hat jemand Handy vergessen. Auch jemand ein iPhone? Just asking. Noch mehr Kaffee. Ja, Toiletti. Und das wäre die First Class. Überall mit Kaffeebechern. Das Einzige, was dazu jetzt nicht passt, ist, wir haben keinen Restaurantwagen. Und da vorne wäre die Lok. Die Class 90. Oh, der fährt sogar mit Maske. Ah, ja, das wäre was für TS Classic mal wieder. Gut, nachdem wir jetzt hier keinen haben für die Fahrkarten, gehen wir mal ganz nach hinten. Eventuell haben wir hinten einen. Dann kann ich ja in zwei Punkte machen. Ja, mit Roblox bin ich mir noch ziemlich unschlüssig, inwiefern ich da mehr Content bringen soll. Aber wenn ihr sagt, ja, ich finde das Thema so grundsätzlich interessant, hey, Bravura, zeig mal, was es das eisenbahntechnisch oder generell ÖPNV-technisch so gibt in Roblox, was man vielleicht mal machen könnte, neben den großen Simulatoren. Ja, dann schaue ich mir doch mal ein paar Sachen an und zeige euch die mal. So quasi als Zeitvertreib nebenbei. Haben wir gerade einen Halt ausgelassen? Nee. Okay, das hintere Zugende. Dann würde ich sagen, setzen wir uns mal hin. Das geht. Was im Kaffeebecher? Der ist bestimmt noch frisch. Was haben wir hier für eine Station? Naja, war zu schnell vorbei. Haben wir es verbremst oder kommt die eigentliche Station noch? Schon wieder Gas. Oh, Kamera. Es ist wie ein Train Sim World. Was soll denn das? Wobei, nein, es heißt Junction. Das wird schon passen. Führer, was läuft da vorne? Keine Einfahrt, so wie es aussieht. Ich meine, soundtechnisch, es sind echte Sounds mit dabei, die hört man auf jeden Fall raus. Die kennt man aus TS Classic, aber der Rest ist halt so. Ja. Bin ich halt. Aber man kann drüber hinwegsehen. Rauszoomen, danke. Ja, schauen wir mal kurz auf die Karte. Preston Junction. Keine Einfahrt, weil. Ja, Kollege, da mal raus vorne ist, so wie es aussieht. Also das Klackern ist authentisch, aber ich glaube nicht von der Class 90. Das kenne ich eher von anderen Lokomotiven. Da setzen wir uns nochmal hier rein. Und ja, ich habe meinen Avatar nicht wirklich angepasst. Ich will auch kein Geld ausgeben. Aber ich muss sagen, ich habe Geld ausgegeben, genau für den Simulator hier, Schrägstrich-Spiel.
Wann ist die Klasse 9? Die haben wohl die. So, da hinten eine Bahnsteige. Wenn es besser aussieht, Ausstieg in Fahrtrichtung links. Also mal zur Sicherheit gehe ich zu der vorderen Tür. In dem Fall, dass er Short anhält. Ich glaube, er macht's gut. Oh, wir haben Sync-Issues. So, Open Panel, URD. Okay, wunderbar, bitte alle einsteigen. Es sind auch Furries unterwegs. Okay, Türen zu. Und Abfahrtsfreigabe. Jetzt erstmal Ticket kontrollieren. Moin Kollege, in grün. Das ist gültig. Vielen Dank. Also teilweise steigen da richtig viele Leute ein am Bahnsteig. Oh, steht googeln. Es ist jetzt immer serverabhängig, wie viel hat da rumgeruckelt wird, tut es ansonsten einfach mal den Server wechseln und dann ist wieder gut. Kein Mensch hier drin. Sag mal, wir sind Intercity. Ist auch keiner. Eventuell in der ersten Klasse. Yes. Schönen guten Tag. Das Ticket ist gültig. Gute Weiterfahrt. Das Ticket ist auch gültig. Gute Weiterfahrt. Das war's. Ja, dann würde ich mal sagen, ich setze mich mal zu Ihnen hier rein. Mr. Black. Oh je, jetzt leckt's. Ich weiß ja nicht, außer mit dem Pandu. Oh, Riesenrad. Und Achterbahn. Oder sowas in der Art. Verspätung 75. Gut. Sehr geehrte Damen und Herren, unser nächster Halt ist Litten. Ausstieg in Fahrtrichtung links, I guess. Dieser Zug fährt weiter nach Belmont Green, unser Endbahnhof. Ha, geil, da wartet sogar jemand. Oder nicht mehr. Mein Kollege. Sollten mal ihre Lichter anmachen. Moment mal. Warum hatte der gelb? Der fährt ja klar auf unser Gleis hin. Oder ist er drüber gerauscht? Das kann natürlich sein. Ja, da vorne ist rot. Wollen wir mal hoffen, dass er nicht reinfährt. Es ist ein Abenteuer hier drin.
Oh, da kommt dagegen Intercity. Mit einem blauen Wagen? Hey, ja, Tatsache. Okay, und gemischt. Ja dann, warten wir erstmal. Ich glaube, jetzt mischen wir es so hin. Man kann nicht so eine Kamera machen. So, liebe Leute, für uns geht's weiter. So, hat auch ein bisschen länger an diesem Signal hier gestanden. 950 sollten wir eigentlich da sein. Na, ist Multiplayer. Da funktioniert es halt nicht immer so wie geplant. Ja, Ausstieg ist links. Ziemlich sicher. Machen wir uns schon mal bereit. Ja, ich werde nochmal wechseln. Das Stottern ist doof. Aber macht trotzdem Spaß. So, U-Pan und T. Ja, ein paar Leute verlassen uns. So, wieder zu. Nächster Halt, Bannerman Green, Endstation. Ich laufe fast perfekt zurück. Jemand zugestiegen nach Belmont Green. Schaut nicht so aus. Ah, schade. So ein großer Intercity. Und so wenig Leute. Ah, Mr. Green. Und da haben wir die Lok. Ja, gut. Keine Arbeit für mich. Dann schauen wir ihn mal ein bisschen zu. Aber wir sollten in wenigen Minuten da sein. Was sind wir jetzt? Und da vorne ist Belmont Green. Soll es vielleicht langsamer werden? Ah, was kommt für eine Ankündigung? 15 nach links, okay.
es wird nicht besser mit dem Lag. Mal schauen, es könnte sein. Ah, ich vermute mal, Ausstieg wird in Fahrtrichtung links sein. Nur geht Orten. No. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Soll mal rechts sein. Ja, wunderbar. Ran zum Prellburg. Und dann war's das mit der Tour hier. Ja, that's it. So. Liebe Leute, wir haben es geschafft mit dem Intercity. Ich glaube, wir fahren eine Runde kurz selber und schauen mal, wie das als Lokführer ist. Also, bis gleich. So, da bin ich wieder. Und ich bin als Lokführer in der Class 90 und ja, das Krokodil da hinten ist quasi mein Zugchef hier. Moin. Und ich bin vom Depot erstmal bis dahin gefahren. Das hat er bis jetzt ganz gut gemacht. Jetzt machen wir quasi die Fahrt retour. Und dann seht ihr, wie das aus Lokführersicht ist. Also die Controls sind ziemlich einfach. Ich habe jetzt hier das Simplify Controls hier drin. Mit W und S dann Bremsen, Gas geben. Türfreigabe habe ich jetzt nicht mehr. Das macht er. Aber mit T tue ich dann zurückbuzzern. Das werden wir jetzt gleich sehen. Bestätigt. Wir können losfahren. Und Ausfahrt haben wir auch. Und ignoriert die Sounds. Einmal voll in. Man erkennt schon wieder, aber... Ja. Ich würde mal sagen, Roblox-Style. Mein Kollege. Nächster Halt ist Freston Junction. Erstmal doppelgelb. Geil. Und es gibt sogar ABS, aber es ist simplified. Und seid ihr drin, auf alle Fälle nicht so schnell bei Gelb. Denn die Abstände sind relativ kurz. Vor uns haben wir irgendeinen Dude. Der scheint aber zu beschleunigen. So vom Blockverhalten her.
dann gehen wir mal runter mit der Speed. Glaub, das wird kein Highspeed-Run. Ach, mich würde es da schon mal ein bisschen reizen, den Roblox mal ein bisschen zu dispatchen. Aber entweder sind Spiele, wo du dafür richtig viel erstmal voreinarbeiten musst, was ich verstehen kann. Oh, das ist eine Private Community. Und wir haben Rot. Keine Weiterfahrt. Muss da los davon. Warte mal, wir sind... Ach, den wir fahren da hin. Intercity Service. Weiß ich nicht, was für eine Lok. Gut, wir können weiterfahren. Ist ja so ein Zugchef gar nicht. Vermutlich war da hinten. Ich kann gar nicht nach hinten reingehen. Doppelgelb, okay, der gibt Gas. Fahren wir hinterher und ich gehe mal davon aus, nachdem man hinter City fährt, wird er auch in festen Junction anhalten. Wir halten davor. Ja, jetzt ist grün. Der gibt Gas, der Junge. Gut für uns. Auf 110 schaffen. Ja, zweimal noch. Ah, die Kurven. Da habe ich Bauchweh. Aber hey, das Ganze kann man auch auf dem Handy spielen. Was irgendwie schon faszinierend ist. Aber wir bremsen. Wir gehen jetzt mal voll in die Eisen. Also hier muss man echt frühzeitig bremsen, ansonsten bist du drüber. Ich meine, ich glaube, man kriegt keinen Punkteabzug. Ich habe zwar nicht drauf geachtet, aber ich glaube nicht. Aber trotzdem ein bisschen ungeil, ja, bei Rot Zongs gehalten wird. Weil gerade der Zubegleiter und alle anderen sehen das natürlich. Nix Einfahrt.
Aber so, wie sie das umgesetzt haben, ne? Dass du diese Übersicht hast mit den Zügen, die fahren gerade, die haben irgendwie gerade keinen Zugchef. Dann machst du irgendwie einen Request und der Lokführer sagt dann ja, kommst du rein? Das wäre ein super Konzept für Simrail. Dass du gerade, also, das könntest du eigentlich als, okay, jetzt vielleicht doof, wenn ich so sage, aber hey, Simrail, das könnte man vielleicht als DLC machen. Zugchef spielen. Gehst du dann einfach rein in den Zug, kannst den ganzen Wagen durchgehen, Ticket kontrollieren, Fragen beantworten oder so und je nachdem, wie du das machst, gibt es dann halt extra Punkte, zum Beispiel, wenn die da irgendwie fragen, wo müssen sie umsteigen für die und die Richtung. Ich glaube, das wäre dann ein bisschen ein Expert-Move. Aber Potenzial wäre da. Das könnte man so gut ausbauen. Und ja, das mit den Tickets wäre einfach die einfachste Stufe. Würde ich mich auch schon freuen. Da würde ich Geld dafür ausgeben. Hier sind komische Leute unterwegs. Okay, unser Zugbegleiter hat uns verlassen. Ist gerade schon der nächste kommen. St. James Park. Leeton and Belden Green. This train is formed of 9 coaches. Wunderbar, wir werden da. So, Zugchef, mach dein Ding. Seine Tür ist offen. Rest der Türen. Hello. Du Kollege, ich schmeiß dich wieder raus, wenn du es nicht richtig machst. Gut. Weiter geht's. Nächster Halt, Leeton. Minimal zu spät. Also wenn ich einen Wunsch hätte, dann längere Strecken hier drin. Zumindest als Intercity. Mit Regional und Regionalexpress hat mir schon seinen Spaß, aber Intercity sind die Strecken ein bisschen kurz. Moin Kollege. Andererseits, ich weiß auch nicht, was in Roblox so umsetzbar ist. Damit es auch wirklich auf allen Plattformen funktioniert. Da kenne ich mich zu wenig damit aus. Aber wenn das so das Limit ist, ja, nicht schlecht gemacht. Und wie gesagt, gebt mir Feedback, ob ihr da mehr zu Roblox und ÖPNV sehen wollt. Ja, doppelgelb. Nicht so geil. Ich bin voll in die Eisen drin. Bitte kein Rot. Es ist nur Rot. Ja, ich glaube. Signalabstand zu kurz. Ihr habt es jetzt gerade selber gesehen. Ah, ich glaube, das war die Stelle vom anderen. Ja. Dürft ihr selber drüber diskutieren. Aber normalerweise, wenn ich bei Doppelgelb voll in die Eisen reingehe, dann soll es reichen, dass ich anhalte bis zum roten Signal. So eigentlich.
Oh hey, der Garten hat mich noch nicht verlassen. Wie schauen wir denn aus? Ein Regio-Service. Bist du gerade am Einfahren oder Ausfahren? Lass am Einfahren. Okay. Liebe Leute, ist für gestern sogar die Train. Nee, das lassen wir jetzt erstmal. Ihr habt das mal gesehen, was die British Railways hier in Roblox so machen kann. Was auch mal die British Railways Simulation bei Fourth Rail. Eben, glaube ich, so muss es nennen, damit man es auseinanderhalten kann. Ich bin sehr gespannt auf eure Meinung dazu. Und vor allem zu dem Zugchef-Modus oder Guard-Mode. Was ihr davon hält und was wir da vielleicht für Ideen für andere Simulatoren hätten. Das war jetzt erstmal so ein Sneak Peek in die Welt von Roblox. Es hängt an euch, ob ich da noch mehr mache, diesbezüglich. Irgendwie hätte ich ja schon Bock drauf. Aber ja, ich stelle es jetzt nicht gleich mit den anderen Simulatoren. Das ist eine Welt für sich, aber macht schon irgendwie Spaß. Und ich glaube, ich fahre noch eine Runde Regio-Service hier. Und mal gucken. Oder ich bin Zugchef. Na, vielleicht Zugchef. Mal schauen. Bis dahin, ich wünsche Spaß. Gute Fahrt. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.